Press any key to vent radiological emissions into atmosphere. Consult reactor core manual for instructions on proper reaction core maintenance and repair. Press any key to continue. Ich drück V. Plus Benalt. Plus Benalt, genau. Mal so Casino und alle sind bei der Casino und der Benalt und der Weedy. Und das Ziel ist schnurstracks nach einem schönen Schlenker um den Aufzug ins Loch. Jawoll, ja. In den Aufzug. Ja. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Alles klar. Nein. Wie bitte? Nein. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ui, ein riesen Emanzipationskrieg. Und Roboter. Okay. Ich würde sagen, das da ist für Roboter da. Da, ja. Da. Und wo fliegen wir hier hin? Ist einmal eine Frage in mir Wheatleys gesehen. Ich bin gar nicht hier bei dir, Elisabeth. Auch nicht schlecht. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Gut, dadurch schalten wir die ganzen aus. Das ging leicht. Leichtigkeit ist geprägt. Cool. Aber jetzt, wenn wir da durchgehen, müssen wir wahrscheinlich sterben. Wir können da durchgehen. Ja, aber dann gehen auch die Portale weg und dann sterben sie uns. Ah, Schnee. If you know what I mean. Okay, Quadi. Yep. Ja, ich sterbe. Ah, du kannst sie jetzt wegportalieren. Weil jetzt hast du einen guten Winkel. Das eins nach dem anderen auszuschalten wie eine eiskalte Maus. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Wie soll ich denn sie wegmachen? Ah, ich hab's nicht gelöst. Ach, du musst was drauffallen lassen. Vielleicht kannst du. Au, es tut mir leid, Ja, danke, war schön. Ah, da oben war eine weiße Fläche. Ich hab's genau gesehen. Wir reden schon wieder so bayerisch. Ich habe keine Ahnung, was die weiße Fläche bringen hätte können. Hätte Fahrrad. Da oben war noch eine Bauchigkeit. Oh, das haben wir ganz übersehen. Oh. Der hätte uns was bringen können. Der hätte uns gar nichts bringen können. Denn, ja. ja, wie wollen wir den holen? Indem wir kamikaze-mäßig da reinspringen. Okay, und jetzt gehen wir da mal da hoch, weil da oben ist ja dieser Steg. Und jetzt gehen wir hier lang und jetzt. Der Steg ist zum Entzündet. Wir haben es geschafft. Okay, magst du es in deinen Schaft nehmen? In meine Mangel. Und jetzt, was bringt's uns da oben? I ain't got no idea, cause I'm just standing here with a bottle of beer. Aber wir müssen das fliegende Dings irgendwie erwischen. Ach klar, wir stellen uns einfach aufs Katapult. Katapulko. Aufs Katapulko, aber dann fliegen wir doch da nur da rein. Ah. Ja. Ja, aber was macht? Drück nochmal den Knopf, ich will nochmal sehen, was da genau passiert. Lollipop, lollipop, oh lolli, Lektinpop. Es wird von dort aus rein katapultiert. Wir müssen das Solar-Dings machen. Ich hab's gelöst. Wie wär's damit? Ja, und jetzt, genau, das war auch mein Plan. Ja, ich hab's zuerst gesagt. Ja, weil du der Penis vom Dienst bist. Du kannst du vielleicht durch den Emanzipationskill drauf. Ach, kannst du gar nicht. What the fuck? Also was zur Gabel, wie gesagt. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kackt mal in die richtige Richtung. Das cut mal. Das cut mal uns, wir sind doch alle hier Emos. Ja, alles klar. Hier wegen, hä? Also let's cut. Let's cut. Oder Chop, ich bin eher Chopper. Chopnese? Watch out, I speak Chopnese. Achso. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Aha, Lösung im Bauch. Ich hab's gelöst. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ich hab nichts gesagt, ich hab's. Du Lösewicht. So viel dazu. Okay, jetzt. Jetzt ist aber jetzt alles ist bei. Jetzt ist alles bei. Jetzt machst du ein Orangen ist dahin und dann schnell durch die Maus. Na! Alles klar. Okay, das haben wir schon mal. Wir werfen Wheatley was ins Gesicht, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ins Gesicht, würde ich sagen. Ja. Hä? Dann werfen wir uns. Dann werfen wir uns ins Gesicht. Oh, gut, wir fliegen besser als das Teil. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Okay. Dieser Weasley. Wir müssen uns durch den Emanzipationsgrill schmuggeln. Wie ein Muggel. Ein Niffler. Ja, doch, vielleicht habe ich es gelöst. Okay, richtige Tasten drücken, Casino. Richtig treffen, Casino. Das sind alles Sachen, die muss ich mir nochmal ins Gedächtnis rufen. Ah, ja. Und jetzt schießen wir uns da gegen die Aua. Wir spielen übrigens an meinem Computer, das ist so baushaft. Stimmt, ja, wir haben es jetzt mal zur Abwechslung bei Benhard gemacht, denn er hat einen Computer, der irgendwas zustande bringt. Und ich dachte, das wäre eine schöne Sache. Ach, wir brauchen jetzt erstmal. Jetzt können wir uns schützen, ich bin der Boss, ich hab's gelöst. Die genau. Schützegrütze. Die
die grüne Grütze ist das. Die brauchen wir eigentlich. Also Benald, Nase auf und... Nase auf und Augen zu. Richtig. Ah! Tut mir leid, ich hab's rangezoomt. Ja, ich sei dir verziehen. Ich bin absolut sicher, dass du das richtig machst. Ja, also... Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Ja, tut mir leid. Nein, ich werde es wieder wegmachen. Ich verpasse alles. Okay, hier ist fertig das Level. Jawohl, und immer noch ein Error, wird ja immer schöner. Steht das gleiche? Ja, da steht das gleiche. Okay. Nein, ich bin nicht gegen den Aufzug. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin nicht um den Aufzug drum rumgelaufen. Verdammt. Es tut dir leid. Ja, es tut mir leid, ich werde es wieder wegmachen. Ja, genau. Verdammt, ich sei sie gebärt. Bist du ein Jaggernaut? Nein. Ein Autonaut? Auch nicht. Was hat sie gesagt? I can't hear nothing. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Großartig. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Was? Das ist natürlich blöd. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Das stand nicht im Vertrag. Nein, da stand nicht Hose ausziehen. Genau, das war nicht vonstatten. Ich check es. Lass dich einfach mal durchkatapultieren, mal schauen, was passiert. Ah, okay. Leihgabe. Okay. Leih dir eine Gabel und dann machen wir weiter. Nein, danke. Also wir müssen das. Ja, schau mal, so oben ist ein Knopf, gell? Nein, ja, so. Stimmt schon. Nicht. Es stimmt nicht. Ach, vielleicht können wir von da oben runterfallen, dann sind wir schon mal schneller. Und dann macht das Katapult uns noch schneller, das Katapulko. Ja, nee. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Oh. Ist aber cool. Ja, durchaus, aber bringt uns gar nichts. Okay. Ja. Was haben wir denn noch so? Ein Laser. Ein Laser, wahrscheinlich. Dreht es um. Wir brauchen ein Hindernis. Wo ist ein Hindernis? Wir brauchen einen Cube. Und da könnte irgendwas sein. Ein Ice Cube. Ja. Ach, wir brauchen kein Hindernis, wir brauchen ein Portalo. Ah, da geht's weiter. Ah, oha. Dich will ich. Wie komme ich an dich? Per Laser. Perpetuum mobile. Vermutlich auch. Jetzt komm. Muss ich da nur noch irgendwie hoch. Aber wir müssen, wir können uns. Nee, bei uns gar nicht so. Okay. Hat mir das auch geklärt? Ich stürze mich rein! Au, okay, tut mir leid. Stirbt man da auch oder kommt man nur nicht durch? Ich glaube, man stirbt irgendwann. Aber gibt's hier denn nichts, was schön ist? Vielleicht können wir es per Portal und per Katapulko da mal reinsetzen. Rübersetzen, meine ich. Ja, wir können uns da durchportalisieren, ist ja leicht. Nee, können wir gar nicht. So viel dazu. What if we do this? I will just there and there. There. Fuck your face, man. Danke. So. Okay, und jetzt schießen wir uns da rein. Wozu wir das Katapult-Go gar nicht brauchen. Und das bringt uns nichts. Doch, wir drücken den Knopf und wissen schon mal, was passiert. Vielleicht kommt hier ein Cube irgendwo aus dem Nichts geschwabbelt. Nee, das eine geht runter und dann ist da noch der Laser, der das andere runter macht. Aber das nützt uns nichts. Wir machen eine Treppe draus wahrscheinlich. Du denkst nach, ich merke es. Ja, ich denke nach, ich merke es auch. Da oben ist ja ein Cupi. Ja, ich bin einfach famed, ich habe so viele Cupis. Ja, fängt ja gut an, muss ich sagen. Aber ich hab nicht die Idee. Was ist da, was ist hinter Portalisierbares, was da weiß ist? Nicht, nee, oder? Eigentlich gar nicht, das ist ja mein Problem. Ach, hast du schon ausprobiert? Ja, wieso ausprobieren? Man sieht doch nichts. Ich meine, das ist dieses weiße Dreieck, das man links davon sieht, das ist nicht portalisiert. Nee, das ist ja nur so eine Lampe, die gibt's ja öfter mal. Versuch mal drüber zu hüpfen über den Strahl, ob das sonst was bringt. Bringt das auch sowieso nicht. Ich hab's gelöst vielleicht. Also ich glaube. Ja? Dazu laufe ich da. Ich laufe da rein und werde hier vielleicht, weiß ich nicht, und dann aber. Ah. Nee, doch nicht. Fantastisch. Nena, doch. Nena? Doch, ja, Nena. Nena, doch. Ich bin großer Fan von Nena, hab alle Alben. Ja, hat er wirklich. Balla. ja. Nicht getroffen, Schnaps besoffen. Du stellst dich von hinten drauf, dann siehst du vielleicht besser, wo du bist. Ja, von hinten bin ich eh besser. Das ist seine Specialty. Ja, genau. Jetzt ist es was zum. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall cool so.
Ja, okay. Es ist sowas von unverwirrt. Aber ich glaube, langsam check ich durch. Ja, ich auch, aber das nützt uns gar nichts. Können wir da irgendwo hinpolitalisieren? Nö. Mann, was könnte es uns denn bringen? No portal for you today. Kein Foto? Ich hab kein Foto für dich. Mann, das ist so gerade voll verwirrend. Also was, ich weiß doch gar nicht genau, was unser Ziel ist. Ist es, den Cube zu kriegen oder den Laser Cube? Es ist auf jeden Fall ziemlich laser, wie du abgehst, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, wir wollen den. Wir können Cube natürlich beides bekommen. Gleichzeitig machen. Also keins zuerst machen müssen. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Überlegungszeit und Bewegung. Du landest im Strahl, im Pipi-Strahl. wir müssten zuerst. Nee, nicht darum laufen. Ich hab nur mal geschaut, da unten will ich vielleicht was ist, aber nein. Also, das Level ist nicht ganz ohne, weil ja, es viel verwirrend. Da werden wir gleich ins Faktoren kalte machen. Wasser geschissen. Vielleicht reicht das schon, wenn man. Nee, da kann man. Das kann man gar nicht. Wie könnte man da überhaupt reinkommen? Per schnell reinfallen? Vielleicht können wir ganz schnell werden und dann ist da das diagonal durchkatapult. Wie wollen wir schnell werden? Du lahme Sau. Nee, wir brauchen eigentlich dieses Saugdings, aber das reicht nicht, da kommen wir nur bis zu dem Dreieck. Das dahin machen, dann passiert. Was passiert, wenn man den Knopf oben drückt eigentlich? Den Knopf oben. Den da. Ja. Dann saugt sich das da ein. Saugt sich das ein, ja. Ja. Ausweisen. Ja. Was? Nee, geht ja auch nicht. Ach, Schiete. Hast du es? Nee, gar nicht. ach so. Pfja. Schi. Gute Frage. Jetzt bin ich gerade echt planlos gerade. Ja, ich auch. Weil ich auch keine Idee habe. Guck. Mal durchgucken. Ja, wird eine lange Folge. Kasi, das Internet packt das schon. Ja. Aber mein Rendern nicht. Na ja, doch, das packt's auch. Ja, weil es löst uns nichts bei der Helfung. Wenn ich da und da, das nützt uns nichts, falls du dich fragst. Ja. Wir müssen den Strahl entweder wo durchkriegen. Ah, das ist glaube ich noch nicht so wichtig. Wir müssen. Blöderweise blockiert es auch den einzigen Durchflutschweg, dieses Solarteil. Das ist eigentlich das erste Level, wo wir so richtig planlos sind, oder? Ja, nee. lass mich durch, danke. Ist. Oh Mann, das ist auch so schräg, macht das einen Sinn? Was ist schräg? Dass das die Wand ein bisschen verschrägt ist, wenn du es dir anschaust. Nee, sollte keinen Sinn machen. Oha, das ist sehr complicated. Ja. Also da ist eine schräge. Ach, die Schräge ist eine Drauflandeschräge, okay. Wenn wir uns da hochkatapultieren wollen. Dann, Vielleicht bringt es was, wenn man mal. Wir kommen jetzt. Ach so. Ja. Ach ja, ich check's auch. Setz mal das Solarding so, dass es. Also hinter deinen Katapulko. Nee, dahinter, ja. Falsche Taste. Könnt ihr das was bringen? Ich hab keine Ahnung. Ging doch der Bene halt, ich mach alles unabsichtlich richtig. Stimmt, ja. Aber hier wohl nicht. Obwohl es echt leicht schräg ist, da hast du nicht unrecht. Ja. Nur nützen tut's halt nichts. Nee, gar nichts. Und was, wenn wir da mal. Ja. Zack. 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 Okay, da werden wir jetzt reinfallen, dann werden wir da oben an die Wand fallen, dann werden wir. Vielleicht können wir auch cheaten und einfach von da oben. Lösung. War eigentlich ganz leicht. Hättest aber auch mal runterlaufen können, oder? Finde ich, muss ich ja, sagen. Ja, da kriegt der, macht der Wheatish eben schon Beine dran und dann ist es geschickt genug, um oben liegen zu bleiben. Ja, echt. Legst nicht in den Strahl, geht's kaputt. Bist du sicher? Ja. Ich nicht. Oh, tatsächlich. Ach stimmt, nee, die kleinen Monster gehen kaputt. Es ist weg, ich hab's gelöst, ich bin gut. Ah, wer ist gut? Casino ist gut. Wer ist krass? Casino ist Reinald. Krass. Okay, jetzt. Du musst zurück. Du musst zurück bei und brauchst den das Katapulko. Ja. Wo liegt dein Katapulko? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Das klingt nur scheiße blöd. Deswegen hab ich's mir gemerkt. Orange an die Schräge. Durchgejist. Ah, ein Glück. Ich hatte schon Angst, dass es vielleicht das erste Level sein könnte, wo wir was nachschlagen müssen oder so. Quatsch. Wir müssen noch nichts nachschlagen. Wir sind die Bosses. Boss-Hoss? Wir sind Boss-Hoss, ja. Das wissen nicht viele, aber... Ich bin der mit dem Bart. Nee, der ist scheiße. Ich bin der ohne Bart. Der ist scheiße. Ich
wabbel da durch. Ja, nee. Nur nicht, wenn man so krass geschickt ist wie ich, Bro. Also nur da, wo es Let's Play ist. Wir haben es gelöst. Ich hab es gelöst. Ich hab es gelöst. Du hast es gemöst. Ich hab's noch nicht ganz gelöst. Der Mörser. Ach, jetzt hast du es gelöst. Ja, jetzt nee, wir müssen jetzt nicht irgendwie. Musst du den wieder. Nee, jetzt müssen wir. Ich glaube, ich hab's auch ein bisschen, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, aber schau mal, was du machst. Ich mach das mal dahin und jetzt mach ich das dahin und jetzt mach ich das dahin und jetzt mach ich das dahin. Ja. Ich glaube, das waren die falschen Tasten. Nee, du kannst auch Oranje kannst du. Nee, ich habe einfach nur die falschen Tasten, die falschen Portale gesetzt. Ich glaube, ich das stimmt so nicht. Ich setze den Cube gleich oben auf den Rand. Nein, stopp. Ja, also, geht auch. Es ist doch leichter. Nee, nicht unbedingt. Ist genau das gleiche. Nur in grün. Bleib da oben. Danke. Okay. Ich werde da gleich runter, der Spots. Nein. Ja, aber nur ein Scherz. Es tut mir leid. Ich mach's weg. Versprochen. Aber nur mit Silid Bang. Silid Gang. Silid Bang, wo Gang Bang noch Spaß macht, weil es danach das Wegputzen kein Problem. Okay. Sauberkeit hat Vorrang. Okay, ja, jetzt mach's durch. Ja, es putzelt. Ich hatte schon Angst. Wo ist rum? Aber das nützt uns gar nichts. Wir brauchen diesen Strahl. Wir kommen. Du musst den anderen wegmachen jetzt. Das ist immer so das, toll, wenn man weiß, wie es geht, aber falsch macht. Ja. So wie wir gerade. Like a Bausch. Okay, like a Double B. Like a Double B. Okay, jetzt machst du den Strahl unterbrechen. Ja, weg. Jetzt machst du den da weg. Das stimmt. Und jetzt mach ich den. Hast du da orange oder blau? Und da orange oder orange. Genau, das war der Plan, den ich die ganze Zeit hatte und die ganze Zeit nicht machen konnte. Das war auch mein Plan, aber das war noch blöder als du. Geh runter. Ich danke sehr. Und jetzt musst du es wieder auflösen. Es stoppt sogar hier auf diesem Höhe. Jetzt löse ich es auf, indem ich dahin kriege. Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Ja, tut mir leid. Machst du mir das Leben so schwer? Ja, sorry. Kann sein, dass Glenn ist eigentlich ziemlich nett und cool ist, weil sie nicht mehr in dem Körper drin steckt. Möglich. Oder sie ist immer noch nur eine blöde Kuh und will nur ihre eigene Haut retten. Sie hat aber nur noch so Schale. Und, also es ist ja eine Kartoffel. Ja, das stimmt. Dann ist halt die Haut eine Metapher für Schale. Eine schöne Anlage. Auslage. 3 Tage wach. Ui, was ist das für ein Problem gelöst? Cool, warte, was ist dieser. Da gibt es eine Grillwand, die haben wir noch gar nicht. Abgestürzt! Hoffentlich nicht. Offensichtlich schon. Leiderweise. Sie ist abgestürzt, wir sind gleich wieder da wahrscheinlich.